Na, ihr Wichser. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Codenames. Ich dachte, ich zitiere hier die Formel 1. Wie, du zitierst die Formel 1? Ja, Nico Hülkenberg ging nach dem Rennen zu den, hast du das nicht gesehen, zu den Sky-Moderatoren, kam grinsend an, guckt die so an, na, ihr Wichser. Was? Nein. Ich habe nur mitbekommen, dass Günther Steiner wohl gesagt haben soll, für 2 Punkte hätte ich letzte Saison das ganze Fahrerlager gefaked. Was? Ja, und damit hallo und herzlich willkommen hier, ne, bei Codenames. Wir spielen heute mal wieder, die am weitesten zurückliegende Teampartnerung ist Christian, Sebastian und Peter J. quasi in unterschiedlichen Teams, deswegen machen wir die heute wieder. Gott, Peter J. hört sich ja wie so ein Schlagersänger, bitte mach das nie wieder. Jay musste gerade fast für. Und hier heute bei Wetten, das tritt an Peter J. Ja, ohne Scheiß. Er singt da Herzilein oder so eine Scheiße. Ich dachte bei Wetten, das wegen, also. Nee. Jay und Sebastian werden gleich als Geheimdienstchefs versuchen, um Christian und mir irgendwelche geilen Hinweise zu geben auf die Wörter und dann müssen wir die interpretieren. Seid ihr ready to rumble? Ey, nie, ready. Aber let's go. Dann beginne ich die Partie und ihr müsst euch muten. Tschüss. Ne, Christian, du nicht. Okay, an dem Moment. Alter, ich gar nicht gerade. Ups. Oh, aber gut, dass du das gemacht hast. Dieses Anstupsen, das macht bei mir gar keinen Sound. Was haben wir für tolle Begriffe? Wort. Pfeife, Strudel, Flügel, Auge, Sonne, Schwimmer, Hubschrauber, finde ich gut. Kehlesuppe, Libelle, Russland, Marionette, Wolke, Rasendietrich, Pilot, Surfer, Hai, Brand, Großvater, Schale, Blinker, Klasse. Naja, das geht ja eigentlich. Ich habe immer Angst, wenn ich mit Jay zusammenspiele, weil wir häufig so gar nicht gleich denken und er jetzt gleich wieder irgendwas sagt, was ich überhaupt nicht verstehe. Ach ja, ich darf anfangen. Sehr schön. Ich sehe richtig, wir sind Team Blau. Wir sind, glaube ich, immer Team Blau. Man selber ist immer für sich Team Blau. Wenn ich das richtig sehe, gibt es sonst nichts, was fliegen kann. Doch Flügel. Wir haben viele Wassersachen. Haben die anderen denn auch Wassersachen? Schwimmer, scheiße. Okay, das ist natürlich belastend. Okay, das fickt mich jetzt ein bisschen. Also Pilot, Hubschrauber, Russland würde ich ja fast, also den Dreier, den sehe ich. Aber mit was kombiniere ich das? Hubschrauber. Wie hießen denn diese russischen Hubschrauber nochmal? Das wäre insane, wenn mir das einfallen würde. Die konnte man immer bei Battlefield und so fliegen. Die so aussehen wie so eine fette Hummel oder so. Die so ein bisschen rundlich sind, die so 2 Cockpits haben. Man könnte sowas wie Luxus-Schifffahrt machen. Dann hoffe ich, dass man Bord hat. Vielleicht Pazifik oder Weltreise. Okay, wie kriegt man denn Dietrich, Marionette, Wolke und Pfeife unter? Und Hai wahrscheinlich auch. Luftkrieg gibt's doch, ne? Luftkrieg, Pilot, Hubschrauber, Russland. Ja. Die haben doch jetzt gerade den Ruf. Das finde ich besser. So, was gibt es noch im Luftkrieg? Krieg. Flügel, nee, Flügel dann nicht. Pfeife, Bord, Pazifik, Brand, Großvater, Dietrich, Rasen auf gar keinen Fall. Okay, gehen wir mit Luftkrieg. Aber ich glaube erstmal, Entschuldigung, aber erstmal ist Sepp dran, genau. Brand könnte man auch noch, oh, Luftkrieg. Brand könnte man auch noch irgendwie hier nehmen, aber das ist schon sehr weit weg. Also Luftkrieg. Was ist denn Luftkrieg für ein Wort? Also Luftkrieg würde, ein Hubschrauber würde ich da sehen. Ja. Gehen wir erstmal durch. Wir sind bei 3. Russland ist im Krieg. Russland führt einen Angriffskrieg. Dann hätten wir eventuell noch einen Piloten, der den Hubschrauber fliegt. Oder an diesem Luftkrieg teilnimmt. Ganz weit weg sehe ich noch Flügel. Oh, ja, ich meine, Krieg ist auch immer Brand und. Aber das sehe ich nicht bei Luftkrieg. Ich glaube, ich gehe fast schon mit den 3. Warte, lass mich nochmal drüber gucken. Pilot!
Christian Insane, klick's einfach an und let's go! Oh, das wäre so gut. Du hast jetzt wenigstens ausgezahlt, hier 5 Minuten erstmal zu überlegen. Und dann gehe ich auch damit, glaube ich. Nehmen wir mal Russland. Russland ist okay. Nehmen wir Hubschrauber. Hubschrauber ist auch okay. Nice! Ach, stark, direkt 3. Direkt 3 ist krass. Das war richtig gut. Geile Nummer. Komm, lock die Kacke ein! Ja, danke schön. Danke schön. Und? Ja, Christian! Das ist ein gebildeter Mann. So, Sepp, das hast du sehr schön gemacht. Shisha raucht 2. Checken wir nochmal gegen. Strudel, Flügel, Auge, Sonne, Schwimmer, Kehle, Suppe, Libelle, Surfer, Rasen, Brand, Großvater, Blinker, Schale. Wird der nicht andrücken bei Shisha Rauch? Also das wäre mir zu weit weg. Shisha Rauch 2. Shisha Rauch? Wieso denn Shisha Rauch? Okay, Pfeife, deswegen Shisha Rauch vielleicht. Und Wolke sind die ersten. Oh, schade, dass er da nicht Wolke genommen hat. Ja, habe ich mir auch gerade gedacht. So, boah, gut, dass ich die Wolke nicht angeklickt habe. Der hat sich wahrscheinlich schon gefreut. Okay, ich gehe aber, also das sind die 2 offensichtlichen Sachen, weil das ist ja quasi das gleiche nochmal beschrieben. Du hast die Pfeife, die eine Wolke macht, also eine Rauchwolke. Strudel, Flügel, Kehle. Gut, du atmest natürlich durch deine Kehle, aber whatever, das ist viel zu weit weg. Auge, Sonne, Suppe, Libelle, Marionette, Puh, Surfer, Dietrich, Rasen, Brand, Großvater, Schale, Blinker, Klasse. Ich befürchte, du bist mit Pfeife und Wolke da schon sehr nah dran. Ich denke auch. Aber es sind auch leider nur 2. Wir ziehen gut, quasi nach. Wird ja schwieriger, jetzt genau. Okay, das ging alles ein bisschen schneller bei dem, wenn ich das so richtig sehe. Das ist belastend. Aber Ausgleich, sie haben keinen Dreier gemacht. Das heißt, ich habe jetzt die Wahl zwischen Auge, Sonne, Schwimmer, Suppe, Libelle und Schale. Suppe und Schale. Eine Suppe und eine Schale. Wie kann ich das? Das ist doch eigentlich machbar. Müsste ich nur noch was finden, was die vernünftig verbindet. Also, wenn wir jetzt sowas nimmt wie Eintopf, kommt der dann auf Suppe und Schale? Auf Schale schon. Bin mir dann noch nicht so ganz so 100% sicher, dass das mit der Schale funktioniert, wenn ich jetzt sowas wie eine Kelle nehme oder irgendwie eine Gemüsebrühe. Gemüsebrühe ist gar nicht so bad. Nee, Gemüsebrühe ist mir zu tricky. Hat eine Libelle einen Chitinpanzer? Sind das nicht alle Insekten, die so Chitin... Fuck! Klar, wir nehmen jetzt nicht Gemüsebrühe, wir nehmen Chitinpanzer um Libelle und Schale. Oh Gott. Das wird völlig in die Hose gehen. Wie heißen die nochmal wirklich? Ja. Augenärzte. Optiker. Nee. Nee, stimmt. Optiker ist ja auch was anderes. Nee, Optiker, Christi. Oder heißen Augenärzte Augenärzte und ich denke an Optiker. Die haben bestimmt einen lateinischen Namen. Ja, also aber den meine ich wahrscheinlich Ärzte, nicht. Aber den wüsste ich selbst für Allgemeinmediziner nicht. Ophthalmologist. Das habe ich noch nie gehört. Aber sehr gut geschrieben. O-P-H-T-H Almologist. Klingt mega schwierig. Kommt von der sagt man Opf oder Ob? Opfer. Ophthalmologe. Ja, was gelernt. Mann. Dann sagt der Pizmeet bildet nicht. Ja, wetten wir werden nicht reingeschnitten. Doch, sorry. Mein Gott, Sepp ist aber wirklich hier am Struggeln, ey. Ja, also es scheint nicht so leicht zu sein. Alter, ich habe letztens gelesen, 1994 war... Kommen wir darauf kommen wir gleich zurück. Jetzt machen wir erst den Chitinpanzer. Okay. Alles klar. Der pult hier aber auch Sachen raus, ey. Auge, Sonne, Schwimmer, Kehle, Suppe, Libelle hat... Boah, Sepp. Hat eine Libelle, hat doch keinen Chitinpanzer. Das würde mich jetzt auch... Chitinpanzer, das ist schon das Harte, oder?
Genau, also das ist auf jeden Fall eine Schale. Ja, okay, das. Da muss man jetzt auch mal believen. Ja, Schale. Mega. Das ist nicht was, was ich mal eben zerdrücken kann, oder? Naja, je nachdem, wie klein das ist, kannst du es wahrscheinlich ja, okay. schon, aber es wird ja, relativ hart sein. Also normal haben Käfer halt Chitinpanzer. Und da er so lange überlegt hat, das Problem ist, also Libelle, und dann ist Flügel bei uns raus. Weil wenn ja, ich jetzt davon ausgehe, es wäre Libelle, die keinen Chitinpanzer, glaube ich, hat. Haben hat ein Hai einen Chitinpanzer? Nein. Die haben eine Haut, das ist ganz abgefahren, die ist so, so wie Schmirgelpapier in eine Richtung. Wenn du dem gegen den Strich streichst, dann ist das so wie Sandpapier. Geht die Hand kaputt. Richtig krass. Ja, ja, das ist wirklich heftig. Aber pass auf, der Chitinpanzer, das ist auf jeden Fall eine Schale. Blinkerklasse, Highsurfer, Dietrich, Großwölderbrand. Also ich würde da in derselben Kategorie, also sagen wir mal zumindest im selben Sport, würde ich zumindest die Libelle noch sehen. Aber die hat keinen Chitinpanzer, was ist echt ein Problem. Da Sepp aber so ewig überlegt hat, kann das auch nichts so Offensichtliches sein. Also ich gehe mit Schale. Vielleicht meint er die Libelle. Also er hat auch lange überlegt, vielleicht ist es die Libelle. Es ist die Libelle. Nice. Ey, was auch sonst, aber schon krass, ey. Bams! 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 Libelle! Boom! Alter, Christian ist einfach insane. Wieso war ich lange nicht mehr mit Christian im Team? Das ist das beste Team. Gibt's irgendwo eine Marionette, die klaut? Oder knackt? Mimik? Ist Mimik eine Marionette? Es geht halt schon, wenn man Dietrich und Marionette mit Mimik, könnte man zumindest probieren. Ist aber auch schwierig, da was zu finden. Und da hätten wir halt noch Pazifik, Board, High und Klasse. Könnte auch dann irgendwas mit Luxus, Schifffahrt, 4 machen. Das Problem ist, wahrscheinlich werden wir gleich das gleiche Problem nochmal haben. Ich habe echt Angst, dass der Schwimmer angeklickt wird und Sepp dann nur noch 2 hat. Ich mache Mimik 2. Eigentlich müsste Jay ja jetzt schon sich alles hin zurechtgelegt haben. Ja, mal gucken. Achso, hier wegen Jurassic Park. Ich habe letztens noch gelesen, 1994 waren Jurassic Park die Verurteilten, Pulp Fiction und Forrest Gump gleichzeitig im Kino. Oh, holy fuck, was ist denn das für ein unfassbar geniales Jahr gewesen? Denke ich mir auch. Mimik. Oh. Mimik? Das. Mimik. Okay. Das Auge gehört mit zur Mimik, würde ich sagen. Weil damit, wenn du die Augen aufreißt, ist eine andere Mimik. Und gleich die Luxuskreuzfahrt, wenn das Peter hinkriegt. Nein, auf Auge? Warum denn Auge, Junge? Haben die Augen? Welche Mimik hat ein Auge? What? Mimik. Bilder. Oh mein Gott, die Mimik! Alter, ich meine die Mimik-Truhe. Oh, Auge finde ich gut. Auge finde ich awesome. Fällt ihm direkt Auge ein bei einer Mimik? Was könnte er noch damit meinen? Pazifik. Weiß ich jetzt nicht, inwiefern das mit Mimik zu tun hat. Board. Beides auf Ick auf. Ja. Board sehe ich da auch nicht. Strudel. Weiß ich nicht wie. Flügel und Mimik weiß ich nicht. Die Kehle. Ich weiß nicht, ich hätte jetzt gesagt, die Kehle gehört nicht mehr mit zur Mimik. Weil für mich ist Mimik Gesicht. Und die Kehle ist da raus. Deswegen würde ich die erstmal vorne weglassen. Der Kehle ist nicht im Gesicht, ja. Das sieht sehr komisch aus. Ja, richtig. Schwimmer, Sonne, Suppe. Ich denke noch an Marionette. Weil wenn ich jetzt so Mimikry nachmachen, eine Marionette, die ein Mensch nachmacht, sowas in die Richtung, könnte man denken.
Hatte Jim Knopf eine Mimik? Nee, Marionetten haben überhaupt gar keine Mimik. Aber, weißt du, bei Elden Ring heißt ja auch, das Ding, was du beschwörst, was genauso ist wie du und dich quasi nachmacht, das stimmt, heißt ja Mimik. So, genau. Ich weiß, Jay hat Elden Ring gerade erst durchgespielt. Er könnte sich denken, Peter, denk doch nur an Elden Ring. Weil was soll sonst passen? Also so nachmimen. Könnte natürlich auch sagen, Olli Dietrich hatte eine krasse Mimik. Aber ja, der hieß doch Dietrich, oder? Ja, genau, außerdem hieß der Dietrich, genau. Der hieß gar nicht Dietrich. Oder wurde der nur so genannt? Olli Dietrich, schreibt man den mit 2T? Man spricht ihn so, aber ja gut. Dann haben wir noch den Surfer. Weiß ich nicht, wie das funktionieren soll. Den Hai. Mir fällt halt nichts ein, was noch zur Mimik passen würde, ehrlicherweise. Also am safesten finde ich noch Auge. What? Ja. Das war falsch. Okay, ich bin da voll bei dir gewesen. Auge, fand ich, war das offensichtlich. Dietrich, Junge! Klick links Dietrich einmal an! Tu mir den Gefallen! Marionette ist ja schon wenigstens richtig. Junge, Dietrich, machst du Truhen auf? Ist eine Truhe? Peter. Dietrich. Junge, bist du eingeschlafen oder was? Alter, und er klickt halt direkt das Auge an. Oh, er nimmt sogar Auge als erstes. Wie awesome. Oh, geil! Let's go! Okay, eigentlich wollte ich Taucherbrille nehmen, wegen Schwimmer und Auge. Aber da hat Peter mir etwas vorweggegriffen. Ich bin genauso baff wie du. Ja, Sepp, lass dir Zeit. Mach noch einen Einser oder Zweier und dann ist okay. Auge ist nicht Mimik? Vielleicht meint er Blinker und Marionette? Blinker wegen mit den Augen blinken? Ja, also da hätte ich jetzt dran gedacht, irgendwie so... War aber sehr nett. Also, wir können auch einen Koop geben. Ich habe es sogar gecallt. Ja, sogar gecallt. Jay und ich, wir denken nicht auf der gleichen Linie. Das würde mich mal interessieren. Gerade noch überlegt, wie ich Suppe und Sonne kombinieren kann. Irgendwie schwitzen. Da läuft mir die Suppe runter, ne? Weil Suppe ist halt Suppe. Das ist halt eigentlich, ne, das zum Essen. Und sonst kenne ich das nur aus eine braune Suppe. Also wenn irgendwie sowas voll eklig ist, so Abfall, Schmodder. Und sonst irgendwie die Suppe läuft mir runter, so vom Schwitzen. Und warum schwitze ich? Wegen der Sonne. Kläranlagentaucher. Oh mein Gott, ist das super. Das ist doch ein Schwimmer und der schwimmt in so einer braunen Suppe. Oder? Wir können uns ein so ein wildes Ding erlauben. Ey, das finde ich doch mal einen guten Begriff. Wenn Christian gerade schon Chitinpanzer hinbekommen hat, dann kriegt er auch Kläranlagentaucher hin. Wahrscheinlich. Oh, nee, noch nicht. Alter, was er haut, aber auch Wortkombinationen hier heute raus, ey. Okay, ein Kläranlagentaucher. Alter. Na gut. Ich habe witzigerweise, ach egal, also auf jeden Fall, nee, wir gehen einfach mal durch. Pazifik. Tja, könnte man ja auch so ein bisschen als Kläranlage bezeichnen, aber ist, denke ich, nicht gemeint. Ort, Strudel hast du auch in der Kläranlage, aber du hast auf jeden Fall den Schwimmer. Der ist safe, denke ich. Also, sei denn, da ist jetzt auch wieder was komplett anderes. Ihr schwimmt halt da drin rum. Tauchen ist ja wie Schwimmen. Nur unter Wasser. Da hätten wir den Taucher. Warum schreibt er Kläranlage? Kehle... Ob du da in so einer Suppe tauchst? Ja, okay. Eine Suppe von Kaga und Pibi. Es muss ja nur die braune Suppe. Ja, wo Christian ist safe! Oh, wenn er das macht, ey! Marionette ist auf jeden Fall raus. Rasen Dietrich auf jeden Fall raus. Surfer hat nichts mit Taucher zu tun erstmal. Der Hai ist raus. Brandgroßvater Blinker, klasse. Ich könnte mir noch sowas wie Strudel vorstellen. Pazifik ist ein bisschen sehr weit weg. Strudel, ist aber auch nicht wirklich. Ich meine, die drehen sich da die großen Dingerchen drin. Es sieht ein bisschen aus, glaube ich, wie mein Zwiebelhäcksler, nur nicht ganz so schnell. Ich
glaube, ich gehe mit Schwimmer und Suppe tatsächlich. Was haben wir denn sonst noch? Ich gehe mit Schwimmer und ich gehe mit Suppe. Alter, ist das gut. Das ist echt gut. Kläranlagentaucher. Nice. Er nimmt es. Er nimmt es und tut es einfach. Ah, da lacht die Sonne. Geil. Ich glaube, ich mache einfach jetzt gleich Scheiß auf Luxuskreuzfahrt. Donau, Dampfschiffs, Kapitäns, Kajütenmütze. Ich mache einfach die Luxuskreuzfahrt und Abfahrt. Er spielt doch den ganzen Tag nur Dark Souls oder Elden Ring oder sonst was. Ja, in Elden Ring gibt es keine Mimik. Ja, scheiße. Zumindest habe ich keine gefunden. Gut. Luxuskreuzfahrt 6. 5. Weil er könnte auch 5 machen, ne? 4 geht halt nicht. 4 wäre halt das Smarte. Wenn Peter Wegs 1 angedrückt hätte, ne? Oh. Er war stark. Oh Gott. Ja, Jay. Alter, wir sind komplett gefickt. Es steht 6-1. Ich muss jetzt 6 Dinger anklicken. Theoretisch muss Jay jetzt einen 4er raushauen. Wird wahrscheinlich eine 5 machen, weil du kannst einen mehr nehmen. Das ja, heißt, du könntest das Problem ist, nehmen. Ich weiß immer noch nicht, was der zweite Begriff ist. Luxuskreuzfahrt. Er sei in dem 5. Pazifik, Bord, Marionette, Sonne, Surfer. Junge, Bord! Wieso machst du das wieder aus? Sonne? Ah! Mann! Junge! Warum nicht Dietrich? Was willst du gegen Dietrich? Der klickt gleich die Sonne an. Theoretisch, hi. Du fährst in der höchsten Klasse. Ja. Es geht doch nur um Kreuzfahrt, Luxuskreuzfahrt. Da sind bessere Sachen als Sonne drin. I don't get it. Und dass der Dietrich jetzt, wenn der Dietrich nicht andrückt, ne, dann bin ich sauer. Ja, aber keines davon verbinde ich mit Mimik. Doch, Marionette haben wir doch schon drüber gesprochen. Ja, zwei muss ich ja mit Mimik verbinden. Ja, genau. Das heißt, du hast ein Luxuskreuzfahrt zu viel. Richtig. Und stattdessen muss ich noch eine mit Marionette, mit Dingens finden. Erstmal muss ich die Sachen anklicken. Marionette ist noch vom letzten Mal. Wenn das nicht stimmt, ist eh verloren. Ja. Sehr gut. Luxuskreuzfahrt, Bord nehme ich als erstes. Die Sonne, hast du gesagt, wäre schwarz, ne? Mhm. Ich nehme die Sonne. Scheiße. Oh! Das war der letzte. Das gibt es nicht. Da hast du mich ja auch alles falsch an, ey. Da hast du wirklich Praise the Sun jetzt mir geklaut. Ich wollte Christian voll belohnen. Okay. Holy shit. Also pass auf. Ich hätte gedacht, es wäre Blinker gewesen. Bei Mimik. Blinker und Marionette. Ich weiß, ihr habt Elden Ring gezockt, wo es nicht so viele Mimiken gibt, aber... Wusste das. Peter hat gesagt, das ist Elden Ring. Pass auf, Jacob mit Elden Ring. Oh Mann, ey. Ja, ich habe den Fehler gehabt, nicht dran zu denken an die Mimik. Ach, du hast gar nicht an die Mimik gedacht, was ja das Wort ist, was du geschrieben hast. Ich habe an... Nee, Mimik ist halt für mich die Truhe gewesen im ersten Sinn. Oh, und die wird aber doch nicht so geschrieben, die oder? Wie wird denn die geschrieben? Ja, ich kenne die nur auf Englisch. Mimik ist, also Mimik in Englisch ist mit C. Ich kenn's so, dass ich sie, ich würde sie so schreiben. Okay. Mimik. Okay, ich habe natürlich an den deutschen ja, Begriff Mimik gedacht. Ja, da habe ich nicht dran gedacht. Also das war definitiv ein Fehler. Ah. Aber dass du bei Luxus, also dass du dann niemals den Dietrich angedrückt hast, hat mich echt ein bisschen angezickt. Ja, wir haben uns dabei festgelegt, Peter hat gesagt, Dietrich ist die schwarze und ich habe gesagt, Sonne ist die schwarze Karte. Warum sollte ich Dietrich anklicken bei Luxuskreuzfahrt? Was ist denn eine Mimik? Das ist Dietrich eine Truhe. Ist ja, und was macht also man bei jedem Spiel mit Dietrichen? Ach so, eine okay, Truhe öffnen. Alter, eine Mimik in Elden Ring ist aber der Typ, den du quasi rufst, der genauso aussieht wie du. Genau, die bei Elden Ring ist ja die Mimik keine Truhe, sondern nur bei Dark Souls. Du hast das doch durchgespielt. Hast du irgendeine Truhe gefunden, die dich gefressen hat? Also ich habe noch keine gehabt. Nein, das war, ja. Okay, also bei dem für mich Spiel, ist die Mimik... gerade erst gemeinsam durchgespielt haben, ist die Mimik... Die Träne, die du quasi rufst, ist die Person, die dich nachmacht. Okay, heißt ja nicht, dass es Elden Ring ist, aber eine Mimik
ist immer... Ja, aber immer, wie soll ich denn dann auf Dark Souls kommen? Und vor allem auf Dark Souls. Naja, in Mimik, in Mimik ist doch immer haben, in jedem Spiel... Ist. In jedem Spiel ist eine Mimik eine Truhe, die im Zweifel dich in eine Falle lockt, weil du denkst, da ist was Belohnung drin. Aber Dietrich ist da trotzdem echt noch eine Ecke weiter. Ja, das sehe ich nicht ja. so. Vor allem Sepp, brauchst du dafür auch keinen Dietrich. Sepp, ich muss sagen, das war die Kirsche auf der Sahne auf dem Eis. Also Alter, Chitinpanzer, dass du Libelle genommen hast. Ich weiß nicht, hat... Ja, die hat keine, aber ich dachte mir, was anderes ist halt viel zu weit Alter, weg. Alter, Christian! Der Kläranlagentaucher war einfach das absolute i-Tüpfelchen mit Schwimmhaus. Ich dachte mir, ich kann jetzt aber ein bisschen was riskieren. Das war richtig gut. Ja, ihr habt uns komplett abgezogen. Alter, Christian hat einfach mich gelesen wie ein offenes Buch. Das war so gut. Das war echt stark. Du hast echt den Dietrich jetzt nicht angeklickt, weil du dachtest, da wäre die Schwarze vielleicht drunter? Nein. Ich habe die Verbindung null hergestellt, weil die um 10 Ecken gedacht ist. Ach, krass. Okay. Ich meine, in erster Linie denkt man bei Mimik natürlich erstmal an Auge. Und dann dachte ich an Elden Ring, weil wir das beide gerade erstmal gespielt haben. Ja, ich glaube, du wolltest Auge und Marionette nehmen, ne? Ja, genau. Ja. Ja. Ja, das war mal wieder eine Folge Codenames. Herzlichen Glückwunsch an Christian und Sepp. Vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Tschö.